wunderbar. Jetzt haben wir die Technik des Umstöpselns hingekriegt. Die technischen Fragen, die wir heute besprechen werden, sind ein bisschen komplexer. Aber lassen Sie mich erstmal einfach Sie alle sehr herzlich hier bei uns begrüßen und vor allem natürlich Herrn Erster Bürgermeister Wolfram Jäger. Es freut uns wirklich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir schätzen sehr Ihre persönliche Engagement im Kuratorium. Wir arbeiten gerne mit der Stadt und natürlich nehme ich und auch mein Team gerne Ihre freundlichen Worte entgegen im Hinblick auf Karlsruhe Gespräche oder andere Projekte, die wir gemeinsam machen. Ich hoffe auch, dass mit dem Thema, womit wir es heute zu tun haben, dass wir auch intensiver mit der Stadt weiterarbeiten werden. Wir haben viele wichtige Hinweise von Ihnen schon bekommen, auch im Hinblick auf die Situation hier in Karlsruhe. Sie haben in Ihrem einleitenden Grußwort auch einige Stichworte gegeben, die sicherlich uns also beschäftigen werden im Verlauf des Tages. Ich will daher erstmal Sie alle begrüßen, natürlich die Referenten und Referenten, die ich nachher ganz, ganz kurz namentlich benennen werde. Ich begrüße auch selbstverständlich auch eine interessierte Öffentlichkeit, denn ich glaube, es ist richtig, gerade bei diesem Thema, dass wir also wirklich Experten und Experten zusammenbringen, aber auch eine interessierte Öffentlichkeit. Denn Kulturerbe geht uns allen was an und die digitale Welt hat wirklich unser aller Alltag also sehr eingehend verändert, mehr als wir vielleicht wissen oder immer bewusst sind, weil wir neigen dazu, über Medien oder über andere Wege dann immer wieder irgendeine Debatte, was gerade geführt wird, in den Medien aufzugreifen. Das ist uns präsent, aber also was für eine kontinuierliche und sehr tiefgreifende Veränderung von unserem Alltag damit auch angestoßen worden ist, das vergessen wir. Lassen Sie mich daher wirklich nur einige wenige sehr, sehr allgemeine Anmerkungen machen. Also wir wissen natürlich, digitale Daten beherrschen schon seit längerem unserem Alltag. Es ist völlig unmöglich, an eine globale Kommunikation zu denken, ohne digitale Datenströme. Unsere Wirtschaft basiert auf permanentem Datenaustausch und ist vom digitalen Daten bereits abhängig. Auch die Wissenschaft nützt natürlich seit vielen Jahren die Möglichkeiten von Daten, die digital gespeichert und verarbeitet werden. Alles bekannt. Aber wir müssen uns fragen, hat die Wissenschaft bis jetzt in die richtige Kombination auch von Fächern wirklich eingehend genug sich mit diesen Veränderungen und Notwendigkeiten auseinandergesetzt. Wir hören und lesen viel von Big Data, das ist natürlich der neueste Diskurs, was überall präsent ist. Diese jüngste Entwicklung eröffnet die Forschung ungeahnte Interpretationsmöglichkeiten in fast allen Wissenschaftsbereichen und löst natürlich auch neue und vielfältige Debatten aus. Der zeitgenössische kulturelle Schwung wäre aber auch nicht vorstellbar ohne den Einsatz von Computern und die Produktion von großen Datenmengen. Digitale Bilder und Datennetze prägen zunehmend unsere Zeh- und Kommunikationsgewohnheiten. Die Datenflut eröffnet neue Möglichkeiten, eben für alle Bereiche der Gesellschaft, von den Kommunikationswegen der Wissenschaftskommunikation über auch ein großes Thema, die Demokratisierung der Informationen, bis hin zur Erweiterung des partizipativen Horizonts der Bürgerinnen und Bürger in beiden Wissenschaft und Politik. Es gibt aber in all diesen Fragen, nicht nur in den engeren Fragen, die uns heute beschäftigen werden, noch sehr viele offene Fragen rechtlicher und ethischer Ordnung oder sollte ich besser sagen Ordnungen. Beispielsweise Fragen nach den Grenzen der Datenspeicherung und Datenverwendung, ein Riesenproblem an sich. Auch die Zugänglichkeit selbstverständlich auch zu Archiven. Also in welcher Ordnung, zu welcher Zeit, für wem und wann ist was zugänglich.
Es gibt immer noch zahlreiche Grauzonen im Urheberrecht, wofür so der Eindruck, jedes Land seine eigene Lösung kocht. Die einfache Reproduzierbarkeit und Verfügbarkeit der Daten ermöglicht einen schnellen Fortschritt, erhöht aber zugleich die Gefahr, dass Urheberrecht verletzt werden, selbst wenn es dabei um unser Thema geht, Kulturerbe für die Nachwelt zu sichern. Und ich denke, das ist auch eine Riesenfrage, was wir auch also aus einer soziologischen oder gesellschaftlichen Sicht schauen müssen, auch also diese schleichende Veränderung auch von Bewusstseinsgrad, also intergenerationell. Also dass eine junge Generation vielleicht das als selbstverständlich so annimmt, dass eigentlich alles offen ist, alles dann kommen ist, alles jeden gehören kann und dass natürlich die also wirklich wichtige Fragestellungen von Property Rights oder andere Fragestellungen, die den ganzen kulturellen Strukturen unserer Gesellschaft ganz nachgehend prägen, häufig da durch dieses Schleichende wirklich dann aus dem Bewusstsein eben verschwindet. Also wiederhole ich, das Digitale ist längst zu unserer Kultur geworden. Es ist nicht wegzudenken, die Möglichkeiten, Grenzen des Digitalen bestimmen das, was wir erschaffen und die Umwelt, in der wir leben. Somit müssen wir, und das ist vielleicht auch wichtig, natürlich neue Lösungen für neue Probleme suchen und finden. Und zwar der neuen digitalen Ordnung entsprungene neue Probleme. Wir müssen aber auch sehen, dass diese nicht ausschließlich, und das ist ganz wichtig, von veralteten Vorstellungen der Wissens- und Kulturproduktion bestimmt werden sollten. Also wie finden wir da den Anschluss an diesen analogen, diesen älteren Problemstellungen mit der neuen Welt? Wie finden wir das zusammen? Wir vielleicht ganz kurz auch nur, weil es vielleicht das ein bisschen verdeutlichen kann oder zumindest ins Bewusstsein, vor allem von den Nicht-Experten, vielleicht bringen kann, dass natürlich unser Thema auf vielerlei Ebenen, also ganz hochgradig aktuell ist. Die deutsche UNESCO-Kommission, ich gehöre auch dem Kulturausschuss der deutschen UNESCO-Kommission an, hat gerade vor ein paar Wochen einen Appell ausgerichtet. Das war nach dem Jahresnationaltreffen in diesem Jahr. Und zwar natürlich, wir sehen die ganz systematische Plünderung prähistorischer und historischer Stätten und Kulturgüter in Syrien, dem Irak und in Libyen. Und dies wird und muss aufs Schärfste kritisiert werden. Aber ist das wirklich in unser aller Bewusstsein? Natürlich ist es noch viel schlimmer, welchen Menschen zu Schaden kommen in diesen Konflikten. Aber sehen wir wirklich auch, was wirklich unwiderruflich an Kulturgut dadurch verloren geht? Hier ist schnelles und dezidiertes Handeln auf internationaler Ebene notwendig. Wie können wir wissen, was bereits verschwunden ist? Und wie können wir wieder aufgetauchte oder noch existierende Objekte besser und schneller als bisher identifizieren? Mit dieser Fragestellung will ich auch einen Schnitt, sodass es uns beschäftigt, auch stellen. Es ist nicht nur ein wichtiges Beispiel, mit dem ich nicht nur das Potenzial, sondern sogar den direkten Nutzen der Digitalisierung unterstreichen will. Dokumentation und Archivierung von Daten zum Schutz unseres Kulturerbes können dadurch exemplarisch unterstrichen werden. Mit Digitalisierung können wir wenigstens einiges an Images, an Dokumenten, wenn wir nicht immer in der Lage sind, das materielle Kulturgut wirklich so zu schützen, wie es wir es allen auch wünschen würden. Auch im friedlichen Alltag der Bewahrer von Kulturerbe ergeben sich natürlich zahlreiche Fragen von weitreichender Bedeutung. Ich nenne
einfach so einleiten. Alle Experten wissen das bestens. Fragen, die aber uns weiter auch beschäftigen. Wie verhält es sich mit dem, was wir für nachfolgende Generationen bewahren? Wer bestimmt, was bewahrenswert ist? Wer zeigt sich dafür verantwortlich? Sind die Gedächtniseinrichtungen, die bislang für unser materielles Kulturerbe verantwortlich waren, ausreichend gerüstet? Schon jetzt sind Kulturgüter teilweise nur noch digital vorhanden. Kann all das bewahrt werden? Haben wir die technischen, politischen, rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen dafür? Und natürlich habe ich mich gefreut, dass Karlsruhe sehr, sehr intensiv sich damit beschäftigt. Und natürlich sind auch da die ganz klassischen Fragen gestellt. Wir können nicht die Welt musealisieren, aber wie tun wir den richtigen Auswahl machen? Und sind wir in der Lage, das zu tun, wirklich einen qualifizierten, wie auch immer, demokratischen Experten und Nicht-Experten Praxis und Theorie? Wie können wir das machen, wenn wir erst so viel verlieren und eigentlich dann die Wahl, was wir machen würden, nicht da ist, weil wir nicht aufgepasst haben? Neben all diesen Fragen ist anzumerken, dass das Digitale nicht das Analoge ersetzt. Das Digitale an sich existiert nur als diskrete Zeichenkette, das heißt als Zahlenabfolge von Nullen und Einsen. Daher bedarf ein digitales Objekt immer eines analogen Outputs, sei es einem Bildschirm oder einem Drucker, um sich in einer für den menschlichen Verstand verständlichen Form zu zeigen. Digitalisierte Objekte verschwinden also nicht wie durch Zauberei, wenn man sie einscannt. Aber sie verschwinden. Der Umgang mit dem Digitalen muss daher auch im Umgang mit dem Analogen immer mit berücksichtigen. Denn diese neue Konstellation ist es, die unsere Kultur verändert und Neues erschafft. Und schon das ist ein Riesenproblem. Schon das ist ein Riesenproblem. Den ständig wachsenden Datenmengen, das ist vielleicht ein ganz besonderes Problem, stehen natürlich die begrenzten Ressourcen gegenüber, um diese zu erhalten, um für digitale Daten aus der jüngsten Vergangenheit, der Gegenwart und vor allem der Zukunft Möglichkeiten zu deren Erhalt zu schaffen. Und das ist für unsere Zusammenarbeit hier, bedarf es einer interdisziplinären Zusammenarbeit unter Einbeziehung aller Gesellschaftsbereiche. Ich werde nicht näher auf CODIC eingehen, das wird Dr. Ralf Schneider nachher machen, nur vielleicht einige ganz wenige Vorbemerkungen dazu. Das SAC arbeitet seit 3 Jahren daran, die Grundlagen für eine Forschungs- und Dienstleistungseinheit zu schaffen, die interdisziplinär und interinstitutionell, das ist auch sehr wichtig, auch interinstitutionell ausgerichtet ist. Und zwar, weil wir wirklich auch anerkennen und sehen, dass wir neudeutsch ein Corporate Social Responsibility haben. Es ist ein Gesellschaftsauftrag für den Fortbewahrung von Kulturerbe zu sorgen. Wir werden unterstützt durch ein Projekt des Landes Baden-Württemberg eben zur Etablierung eines Center of Digital Tradition, also zu ermöglichen. Aber natürlich müssen wir sozusagen inhaltlich, also wirklich dann überzeugen, dass das Konzept, was wir erarbeiten, auch gewollt, gebraucht ist und dass wir auch die richtige Kombination haben. Vielleicht auch nur eine Fußnote, die Idee dazu kam auch hier am KIT durch ein ähnliches Workshop, wie wir es heute haben, nämlich durch ein Kompetenzfeld Kulturwandel, Kulturerbe und sozialer Wandel. Und also da haben wir identifiziert, dass Kulturerbe in diesem Zusammenhang gewissermaßen ein bisschen ein blinder Fleck ist, zumindest nicht die Bedeutung hat, die es bekommen müsste. Ja, ich hatte es gesagt, das Forschungsprojekt wird gefördert vom Land, vom Innovations- und Qualitätsfonds und widmet sich bis heute der digitalen Langzeitarchivierung. Und das ist uns auch wichtig, von komplexen Daten aus Wissenschaft und Kultur. Wir betrachten die Kernfragen aus der Sicht des Preservation Managements, des Rechts und der Kulturwissenschaft. Und es ist unsere These, dass diese drei Bereiche zusammenkommen müssen, um wirklich einen richtigen Schutz zu ermöglichen. Auf der Forschungsebene haben wir auch bereits einiges vorlegen können. Ich benenne vielleicht nur ganz kurz
dass eben gerade durch diesen Austausch und unsere Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern wir bisher 2 Bände hervorgebracht haben, und zwar in unsere Reihe Kulturelle Überlieferung digital, und zwar, wo wir wirklich unterstreichen, dass also gerade diese Interdisziplinarität sehr, sehr notwendig ist. Und ich will es auch nochmal betonen, also gerade auch die Mischung zwischen Theorie und Praxis, das ist auch ganz und gar wichtig. Das ist eine Plattform, Plattform ist ein komisches Wort, also dass es ein Treffen gibt, ob das nun in welcher Form auch immer wirklich gibt, wo man sich gegenseitig informieren kann und austauschen kann mit den traditionellen Methoden von Veröffentlichungen, aber mit vielen, vielen mehr. Und ich denke, dass die Begegnung also ganz besonders eine Rolle spielt in diesem Zusammenhang. Ich nenne auch einen Aufsatz, was gerade vor ein paar Tagen erschienen ist in dem De Gruyter Verlag unter dem Titel So Diachron Zugänglichkeit als Prozess. Also ich denke, mit all diesen Dingen haben wir auch gezeigt, noch einmal, also wie wichtig es ist, die richtige Mischung zu bekommen. Und damit komme ich auch zu dem heutigen Tag, beziehungsweise möchte ich erstmal aber klar machen, dass wir kooperieren regelmäßig, und es ist auch eine Aufgabe von uns, das auf belastbaren, robusten, also einen robusten Grundlage zu setzen, dass wir mit Archiven und Rechenzentren zusammenarbeiten. Und natürlich hier vor Ort mit dem KIT-Archiv, mit dem Landesarchiv Baden-Württemberg, mit dem Steinbruch Center for Computing hier am KIT, mit dem Zentrum für Kunst und Medientechnologie und also mit der hiesigen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe. Und ich möchte auch nennen, weil wir auch neue Kooperationen und Projekte eingehen, mit der Hochschule für Musik in Karlsruhe. Ich möchte jetzt eigentlich nur noch ein Wort des Dankes sagen. Herr Bürgermeister, ich habe Ihnen schon gedankt. Ich tue das noch einmal, weil das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass also auch dieses Symbolische, also nicht nur der Person, des Amtes, des Engagements, sondern auch die Symbolik, dass ein erster Bürgermeister dieses also und auch natürlich Kulturbürgermeister dieses Thema sozusagen ganz weit oben auf der Agenda hat. Dafür danken wir auch. My special thanks go of course to John. John is being explained, poor John, he's going to have an awful day trying to be told in sort of short translations what you're talking about. But I'm especially appreciative to John Ippolito, who has come all the way from the University of Maine, and he will report on the situation of digital curation in the US, and of course at his own university. And I think I don't need to tell anybody who's in the scene, he's a really well-known name. So John, many, many thanks for all your help. I won't let you speak yet, but just very soon. I would also like to thank, I spreche wieder Deutsch, Dragan Espenschied, der auch weit gekommen ist. Er pendelt ein bisschen zwischen New York, aber ist meistens in New York, und Deutschland. Und er hat uns sozusagen als Teil unseres Projekts jetzt unterstützt als Scientist in Residence. Scientist in Residence, it was a short residency, aber ein sehr fruchtbarer Residency. Und deswegen möchte ich einfach sagen, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns so unterstützt haben. Ich begrüße noch weiterhin als Referenten und Referenten aus Berlin Frau Dr. Ellen Euler von der Deutschen Digitalen Bibliothek und Herrn Jens Ohlig von Wikidata. Und ich darf vielleicht auch noch erwähnen, Ellen Euler ist am KIT auch keineswegs also uns fremd. Sie war am Zentrum für angewandte Rechtswissenschaft und hat auch promoviert unter meinem Kollegen Professor Thomas Dreyer, der auch gerade in dem Bereich Urheberrecht ganz besonders bekannt ist. Von der Universität Darmstadt spricht zu uns Frau Dr. Maike Pfarr-Harfst, und sie hat uns auch bereits zum Beginn unseres Projekts an ihrem Erfahrungsschatz teilnehmen lassen und ich denke teilhaben lassen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir dann immer versuchen, dann alle wieder um einen Tisch zu bringen.
Ich begrüße Herrn Dr. Jens Martin Löbel von der Universität Siegen, also der auch jetzt extra zu uns gekommen ist. Und jetzt möchte ich aber zum Schluss noch, last but not least, noch einmal unsere Kollegen hier aus KIT begrüßen. Einmal Dr. Nippert, Leiter des KIT-Archivs, und dann auch Martin Kunz von am KIT verorteten Südwestdeutschen Archiv für Architektur und Ingenieurbau, kurz SAI. Vielleicht darf ich einfach die Karlsruhe Business, da gibt es viele Schätze und es gibt viel zu tun. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir das angehen. Deswegen ist mir das sehr wichtig, dass wir also in Aussicht haben, hier mehr kooperieren und ich hoffe auch helfen zu können. Ich möchte aber ein besonderes Wort des Dankes an Dr. Nippert aussprechen. Denn also er, seine Bereitschaft, wirklich sozusagen ein bisschen als unser Lab zu sein hier am KIT, war also ganz zentral, von zentraler Bedeutung für das Projekt. Und natürlich sein also Expertenwissen als Archivar und seine Netzwerke, weil er also sehr anerkannt ist in allen entsprechenden also Netzwerken der Hochschularchivare. Und wir hoffen also, dass wir auf diese Art und Weise wirklich interdisziplinär, interinstitutionell vorankommen. Jetzt sage ich als allerletztes Wort, was mich freut einerseits und ich sage es ganz salopp, äußerst doof und blöd andererseits ist. Ich sage es salopp. Ich muss nämlich nach dem Gespräch, also nach dem Keynote Lecture von John wegspringen. Und zwar in Sache Kulturerbe. Wir haben einen Antrag gestellt im Rahmen von dem sogenannten Research Bridge Nature Technology Society, HICA, also das ist die Universität Heidelberg und die Universität Karlsruhe, wo man sehr kompetitiv Geld für einen Antrag bekommen kann. Wir haben so einen Antrag gestellt, sehr interdisziplinär, also wo es wirklich dann auch um die Sichtbarkeit und Schutz von Kulturerbe geht. Und ausgesprochen heute ist in Heidelberg, nicht in Karlsruhe, die Verteidigung dieses Antrages. Und da muss ich direkt hin. Ich werde hinspringen. Bin ganz sicher, dass es vieles gibt, was ich verpassen werde, aber ich werde davon hören. Und ich springe so schnell ich kann wieder zurück und werde am Nachmittag dann wieder dazu kommen. Aber erst freuen wir uns sehr, dass wir den Keynote von John Ippolito hören werden. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön.